Hubert und Staller, tot geritten. Im Sonnenschein fährt der alte Audi 80 Streifenwagen der Wolfratshauser Polizei auf ein Gestüt und hält zwischen zwei langgestreckten Stellen. Hubert und Staller steigen aus. Sie gehen an einem braunen Pferd in einer Paddockbox vorbei, einem kleinen Auslauf vor dem Stall. Die Polizisten erreichen einen umzäunten Sandplatz. Darauf reitet eine junge blonde Frau im Schritt. Gott. Hallo? Sie stoppt. Es liegt eine Anzeige vor von einem gewissen Herrn Pauli. Der ist der Meinung, dass Sie mit Ihrem Viertel seine Futterwiesen zusammentrampeln. Ja, Sie müssen ja nicht unbedingt auf der Wiese reiten. Da tut es ja ein normaler Feldweg auch. Also unterlassen Sie das bitte in Zukunft. Sie wenden sich ab. Dann müssen Sie sich bitte an die Besitzerin des Reiterhofs wenden, Claudia Hagen. Aha, und wo finden wir die? Ich habe sie heute noch nicht gesehen, aber meistens ist sie beim Poldi. Ihr Ehemann, oder was? Ein Dressurpferd. Am besten, Sie schauen mal hinten im Stall. Es ist der Fuchs in der vorletzten Box. So, so, ein Fuchs. Er grinst breit. Ein Fuchs ist ein braunes Pferd. Ja, hab ich schon verstanden. Ja, ganz blöd sind wir nicht. Sie gehen. So entspannt. Fuchs ist doch rot. Deswegen heißt der ja Rotfuchs. Nein, der Polarfuchs zum Beispiel ist weiß. Ja und? Heißt nicht Weißfuchs. Die Beamten kommen eine breite Stallgasse entlang. Riechst du das? Ich lieb das, wenn es nach Pferd riecht. Stinkt wie Sau. Olli, Lissi, Mimi. Das sind doch keine Pferde noch. So? Entschuldige, Fury, Bronco, Sheriff, so heißen Pferde. Ja, da ist auf jeden Fall der Poldi. Ist aber nicht daheim, der Poldi. Die Tür der Box steht offen. Staller schaut hinein. Ja, das wäre ich an seiner Stelle auch nicht. Auf Stroh liegt eine tote Frau mit blutigem Gesicht. Oh, scheiße. In Poldis Box hockt Anja neben der Toten und nimmt mit einem Wattestab Blut von der Schläfe auf. Vor der Box stehen die Polizisten und die blonde Reiterin. Kann er nicht hinschauen. Das geht im Hubschi genauso, gerade bei offenen Wunden. Wenn das da überall raussucht. Ja, Hansi. Sie muss irgendwann heute am frühen Morgen gestorben sein. Ich schätze mal so vor 2-3 Stunden. Das war gleich zwischen 6 und 7, oder? Ich verstehe das nicht. Der Poldi war doch so ein Lieber. Die haben stundenlang zusammen trainiert, jeden Tag einen Pokal nach dem anderen geholt. Die Claudia Hagen, ist das die Besitzerin von dem Gestüt da? Ja. Der Hengst muss aus irgendeinem Grund komplett durchgedreht sein. So wie es ausschaut, ist das Opfer durch seine Tritte vor allem im Kopfbereich gestorben. Kurz, wo ist denn das Vieh eigentlich? Ja, war der nicht mehr in der Box? Nein. Ich dachte, der... Sie rennt los. Ja, was schaut's denn so blöd hinterher? Helft ihr suchen, von allein kommt das Pferd sicher nicht zurück. Staller greift zur Waffe. Bitte schießen, haben Sie einfach nur einfangen. Ja, was weiß ich, wenn so ein Pferd erst einmal Blut geleckt hat. Der Streifenwagen fährt eine schmale Straße zwischen weiten, grünen Wiesen herunter. Am Steuer sitzt Staller und späht angestrengt hinaus. Du Bubsi, da schau, das ist eine Kuh, Hansi. Warum sollen wir da eigentlich wie die Deppen in der Gegend umeinander fahren? Das soll doch die Sonja und der Riedel machen. Ins Funkgerät. Sonja, hörst du? Kauend sitzt Riedel im Vorraum. Zentrale hört. Riedel? Du und die Sonja, kommt mir ganz schnell zu dem Gestüt da von der Hagen. Ihr sollt einen entlaufenen Fuchs wieder einfangen. Was nach einem Fuchs? Der zieht sich doch sofort in seinen Bau zurück, wenn wir den verfolgen. Hubert nimmt das Gerät. Riedel, es gab einen Reitunfall. Da hat ein Pferd seine Reiterin zertrampelt und ist dann abgehauen. Die Sonja und du, ihr müsst das einfangen. Riedel schluckt. Riedel? Ja, verstanden. Was soll das denn? Riedel lässt das Funkgerät sinken und starrt vor sich hin. Sonja kommt. Was ist denn los? Aus dem Nebenzimmer kommt Girwitz. Riedel? Reglos sitzt der da. Riedel! Ich, ein Pferd hat eine Frau am Reiterhof Hagen totgetrampelt und ist abgehauen. Und die Sonja und ich sollen es wieder einfangen. Reitunfall. Tragisch. Ja, was war los? Na, ich kann nicht. Mir ist schlecht. Wovon? Ja, irgendwie ein nervöser Magen. Nervöser Magen. Das kommt von dieser ständigen Übersättigung, der wir uns durch permanentes Essen aussetzen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Ich faste gerade. Ich esse nichts, gar nichts. Das könnte ich gar nicht. Ja, das ist eine Frage von Disziplin, Riedel. Disziplin. Also, los und vergessen Sie den Magen. Los. Ja, ich kann wirklich nicht. Sonja marschiert um den Schreibtisch herum. Ich mach das schon. Und nimmt ihre Lederjacke. Ich glaube, ich muss mich irgendwo hinlegen. Sie vertreten das Fräulein Wirt.
Und zwar aufrecht. Riedel hat sich weit zurückgelehnt. Langsam setzt er sich wieder auf. Auf dem Gestüt. Und? Habt's ihn gefunden? Bruno ist verschwunden. Ja, weg. Auf einem Vorplatz liegt neben Anja der Leichensack auf einer Bahre. Ein schwarzes, offenes Cabrio kommt. Eine rotblonde Frau steigt aus. Ich bin Thekla Schiller, Freundin von Claudia. Frau Jung hat mich angerufen, dass sie passiert ist. Schauen Sie sich das nicht an. Ja, gerade durch die Hufeisen da. Ja, Hansi. Jung, die blonde Reiterin, umarmt sie. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Der Poldi ist einfach verschwunden. Das verfluchte Viech. Hat Unglück gebracht von Anfang an. Was war denn das für ein Typ, dieser Poldi? Wie, was der Poldi für ein Typ ist? Das ist ein Pferd. Braun. Mhm. Nein, ich meine, ist er besonders aggressiv, weil der hat er da umeinander. Sie, die arme Frau Schiller steht unter Schock. Das ist doch grausam, wenn man die beste Freundin verliert. Ich wundervoll. Komm es mit. Ja. Sie folgen der etwa 50-jährigen schlanken Frau mit Pagenkopf. In einem Dachzimmer voller Bücher. Bitte kommen Sie rein. Das ist mein Büro. Oh, da sind Sie aber recht, der Bücherwurm. Er stößt einen Stapel um. Was machen Sie denn da? Ich habe das alles alphabetisch sortiert. Das ist kein Problem, das sortiert der Hansi wieder zurück. Oder, Hansi? Hm? Der geht in die Hocke. Gut, Sie sind also Buchhändlerin. Ich bin Literaturmanagerin. Nach was für Buchstaben ordne ich das ist genau? Nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens, bitte. Literaturmanagerin. Und was haben Sie mit dem Reiterhof zu tun? Das war Claudias Vorliebe. Aha. Claudia hat früher Reitunterricht gegeben. Dann hat sie Poldi vor 2 Jahren gekauft und ein preisgekröntes Dressurpferd aus ihm gemacht. Da hatte sie großes Talent, ja. Und warum ist das preisgekrönte Dressurpferd durchdraht? Hansi, das nervt. Entschuldige mal, ich muss das laut hersagen, weil sonst bringe ich das alles durcheinander. Lassen Sie, ich mach das schon selber. Vielen Dank, passt schon so, ja? Das wäre jetzt wirklich kein Problem gewesen. So, jetzt habe ich am Faden verloren. Staller kommt hoch. Wo waren wir? Beim Poldi. Gut, also, warum hat der Poldi durchdraht? Das weiß ich nicht. Sie haben da so eine Art WG gehabt, gell, mit der Fragen. Wir haben zusammengelebt, ja. Unsicher mustert Staller sie. Und Ihre Lebensgefährtin, hat die vielleicht irgendwelche Verwandte, die wir benachrichtigen müssen? Okay, Hupsi, was heißt denn da Lebensgefährtin? Die ist, oder so, sind Sie? Lesbisch, ja. Staller lächelt verlegen. Claudias Vater ist vor 1,5 Jahren gestorben. Hier in der Nähe wohnt ihr Bruder Michael, aber die beiden hatten keinen Kontakt. Gibt's da eine Adresse von dem Bruder? Schiller steckt sich ein Eukalyptusbonbon in den Mund und stopft das grüne Papier zurück in ihre Hosentasche. Aus einer Schreibtischschublade nimmt sie ein Adressbuch und reicht es Staller. Ja, da haben wir doch, schau, Michael Hagen. Was machen Sie denn da? Das ist ein Erinnerungsstück von der Claudia, das war ja wichtig. Entschuldigung, tut mir leid, aber wenn sie schon zu Lebzeiten keinen Kontakt mehr gehabt hat zum Bruder, dann ist jetzt auch schon wurscht. Wieso kein Kontakt? Waren die zerstritten? Das weiß ich nicht, sie hat nie von ihrem Bruder gesprochen. Ja, dann gute Besserung. Ne? Er stolpert. Genervt sieht Schiller nach unten. Herzliches Beileid. Die Polizisten kommen aus der rustikalen Haustür, darüber ein Holzbalkon. Also, dass ausgerechnet die jetzt anders gepult ist, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Sie waren mit der Reiterin zusammen. Ja, und? Frauen, die mit über 20 noch reiten, haben entweder einen Dachschaden oder sind. Ja, aber das heißt ja dann, dass da auf dem Hof sämtliche Mädels. Ja, genau. Jung trabt heran. Sonja radelt um die Ecke. Fahrradsattel gilt das auch. Und Sie. Servus. Ich habe die ganze Gegend jetzt abgesucht. Selbst die Reitschüler sind unterwegs. Aber vom braunen Pferd ohne Reiter ist keine Spur. Wo ist der Riedel? Der ist auf dem Revier geblieben. Der hat irgendwie einen nervösen Magen. Keine Ahnung. Nichts, er ist einfach weg. Ist der vielleicht besonders nervös? Eigentlich gar nicht. Staller streichelt das Pferd. Kann aber gut mit Pferden, das merkt man gleich. Echt? Pferde sind sehr sensibel. Die wissen genau, wen sie mögen und wen nicht. Schau mal, der Poldi hat doch die Claudia Hagen auch gemacht. Man hat es aber trotzdem zertrampelt, ja. Staller rennt davon. Überrascht sehen die drei ihm nach. Hansi? Ja, gleich. Entschuldigung. In einer Stallgasse öffnet Staller die Box eines hellbraunen Hengstes. Hey! Hey! Er hebt die Hände. Was ist mit dir los? Staller zückt seine Waffe. Hansi, bitte mach keinen Blödsinn. Und schießt in die Luft. Der Hengst bäumt sich auf und prescht aus der Box. Was ist denn passiert? Oh. Bravo, bloßer Test.
Siehst du, wenn die Box offen ist ja, und das Pferd erschrickt, dann haut's ab. Ja, logisch, Fluchttier. Nein, du verstehst mich nicht. So wie die Tote ausgeschaut hat, ja, da ist es nicht bloß da drüber geflüchtet, sondern richtig drauf rumgetrampelt. So. Na gut, dann hätte die Box verschlossen sein müssen. Sie war aber offen, als wir die Tote gefunden haben. Jung führt den Hengst zurück. Respekt. Der Streifenwagen fährt eine Einfahrt herauf. Da wohnt aber einer sehr, sehr einsam. Ja, ich kann ihn verstehen. Zwischen Bäumen eine Holzhütte. Drinnen, die Beamten betreten einen vertäfelten Raum. Lebensmittel und Waschsachen stehen auf einer Anrichte, überall verteilt schmutziges Einweggeschirr und leere Flaschen. Ein Mann liegt auf einer breiten Bank. Herr Hagen? Der trägt Boxershorts, Feinripphemd und offenes Oberhemd. Staller hält ihm die Nase zu. Hey, was machen Sie denn hier? Sie haben geschnarcht. Darf man jetzt in seinem eigenen Haus nicht mehr schnarchen, oder was? Ja, doch, aber beim Schnarchen, da saugt man die ganze Magensäure nach oben. Und das ist sehr gefährlich. Deswegen sind Sie doch nicht hier. Er setzt sich auf. Nein. Herr Hagen, es geht um Ihre Schwester. Da gab es Probleme mit dem Pferd. Staller dreht sich weg. Ist sie runtergefallen, oder was? Umgekehrt. Das Pferd ist auf sie drauf und jetzt ist sie bewegungslos. Bewegungslos. Hagen stiert vor sich hin. Jetzt ist sie gelähmt. Sehr gelähmt. Erstarrt. Erstarrt? Hagen sieht zu ihm hoch. Tot. Ja. Schwungvoll dreht Staller sich wieder um. Pech? Hagen legt sich wieder hin. Na, ich hab mit meiner Schwester nichts mehr zu tun. Sie hat da auf ihrem Gestüt gehockt und sich von dem Geld einen Gaul nach dem anderen gekauft. Was für Geld? Von ihrem Geld. Na, Sie haben gesagt, dem Geld. War das vielleicht ein bisschen Ihr Geld? Wieso haben Sie denn gar keinen Kontakt mehr gehabt zur Schwester? Sie hat ihr Ding gemacht, ich hab mein Ding gemacht. Und heute in der Früh zwischen 6 und 7, wo waren Sie da? Na, im Bett natürlich, wo denn sonst? Dafür sind Sie aber sehr müde. Ich schlaf halt gern. Was arbeiten Sie denn? Ja, alles Mögliche, mal hier, mal da. Aber nur wenn's sein muss. In letzter Zeit hat's nicht so sein müssen. Er schaut durch den chaotischen Raum. Im Wagen. Sonja, hörst du mich? Ja, ich höre. Der Riedel hat jetzt übrigens alle Pferdeställe abtelefoniert. Da ist nirgendwo ein braunes Pferd untergekommen. Schade. Tust du mir einen Gefallen und rufst die Thekla Schiller an und fragst sie, ob die Geschwister Hagen in letzter Zeit irgendwas geerbt haben. Okay, krieg ich raus. Bis gleich. Sonja? Ja? Ich wollte bloß kurz was fragen. Reitest du? Ich? Nee, wieso? Das ist doch was für kleine Mädels. Ja, gut. Siehst du's? Die hat's kapiert. Auf jeden Fall schaut der Hagen so aus, als würde er Geld brauchen. Ja, das stimmt. Was ist denn so ein Gaul wie der Poldi wert? Ach so. Du meinst, der Hagen wollte sich den Hengst und den Nagel reißen und seine Schwester hat ihn dabei erwischt. Wann hat der Pauli gesagt, ist heute in der Früh wer über seine Wiesen geritten? Staller zieht die Augenbrauen hoch. Die Polizisten gehen zum Zaun einer Wiese. Dahinter nähert sich ein Traktor und hält. Schwerfällig steigt ein Mit-40er in Latzhose herunter. Sie sind der Herr Pauli, oder? Schon. Und habt ihr es klargestellt? Ja, so gut wie. Sagen Sie, heute in der Früh ist schon wieder einer mit dem Pferdl über die Wiesen. Ja. Wann war das genau? Mei, so um 5:45 halber Simmi. Und ich hab noch blärt, Moment einmal, und er ist einfach weitergeritten, gell? Ja, was hat denn das Pferd für eine Farbe gehabt? Braun. Ein Fuchs. Und war das ein Reiter oder war das eher eine Reiterin? Das weiß ich nicht mehr. So schnell gegangen. Aber du hast mir gefallen, wenn du ihn erwischst, dann lass ihn sauber reinlaufen. Ich glaub, der Traktor wart. Widerwillig geht Pauli zurück. In der Pathologie will Anja ein blaues Tuch vom Gesicht der Leiche ziehen. Anja, bitte nicht. Wir wissen, wie die zertrampelte Frau ausschaut. Nicht nur zertrampelt. Alle Verletzungen stammen von den Tritten des Hengstes. Na also. Bis auf eine. Claudia Hagen muss als erstes einen heftigen, tödlichen Schlag auf den vorderen Kopfbereich gekriegt haben, der nicht vom Huf eines Pferdes stammt. Von was dann? Schwer zu sagen, allem Anschein nach, von einem stumpfen Gegenstand mit geringem Durchmesser am Tatort habe ich nichts dergleichen gefunden. Also das heißt, die Verletzungen durch die Hufe sind erst danach entstanden? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Das Ganze muss, wie gesagt, sehr früh am Morgen passiert sein, zwischen 6 und 7. Ja, da wollte einer die Hagen beseitigen und das sollte dann wie ein Pferdeunfall ausschauen. Ja, aber ist das Pferd jetzt Entführungsopfer oder Mittäter?
Die Polizisten kommen in den Vorraum des Reviers. Jungs, gibt Neuigkeiten. Die Claudia Hagen hat vor 2 Jahren von ihrem Vater geerbt. Und laut Thekla Schiller wurde der Bruder Michael vom Erbe komplett ausgeschlossen. Der war wahrscheinlich das schwarze Schaf der Familie. Na, ist es noch? Was gibt's? Wo ist Riedel? Der ist irgendwie zwischen Schreibtisch und Toilette unterwegs. Und das Pferd ist eingefangen? Ja, das könnte schwierig werden, weil das ist wahrscheinlich gar nicht freiwillig abgehauen. Wie Sie meinen, gestohlen, ja, ganz genau. Und übrigens, das Pferd hat die Frau Hagen nicht zertrampelt, die war schon tot. Schlag auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand. Dann ist der jetzt das Pferd hat, auch der Mörder? Das ist gut möglich. Das Dressurpferd kostet über 100.000 Euro. Weil du kannst doch nicht in Deutschland einfach so ein geklautes Pferd verkaufen, ohne dass es einer mitkriegt. Entschuldige, vielleicht ist der schon auf dem Weg ins Ausland. Riedel kommt. Sagen Sie mal, Riedel. Mit Salzstangen. Die sind gut für den Magen. Wollen Sie auch welche? Nein, ich mache gerade eine 10-Tages-Fastenkur. Ja? Sonst auch mal versuchen. Dann hat man Selbstbeherrschung. Er geht. Jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, ob der Hagen reiten kann. Und wo das Pferd ist. Servus. Ciao. Jung führt ein Pferd über einen Sandplatz. Auf dem Pferderücken sitzt eine Reiterin mit schwarzer Reitkappe. Sabrina, was tust denn du da? Kartoffeln schälen. Sabrina ist ein echtes Naturtalent. Echt? Siehst du, Subsi, die ist auch schon über 20. Ja. Danke, dass du mich daran erinnerst. Sie steigt ab. Und wegen dem Reiten sperrst du jetzt da deinen Laden zu? Was denken da die Kundschaft? Die wird das schon verkraften. Außerdem habe ich mir eh gedacht, dass ich euch hier antreffe. Wieso? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Claudia tot ist. Also, du hast die gekannt? Ja, freilich. Das war doch die gute Seele da von dem Reiterhof. Sag mal, Hansi, was tut denn der da? Hagen. Perfektes Timing. Schauen wir doch mal, wie sattelfest der ist. Also, ich gehe mich umziehen. Pfiat euch. Sie wirft Hubert die Kappe zu. Herr Hagen, Überraschung. Wir spendieren Ihnen eine Reitstunde. Nee, danke, das hatte ich eigentlich nicht vor. Also, wenn die Polizei Ihnen schon mal was spendiert, dann können Sie das ruhig annehmen. Ich kann überhaupt nicht reiten. Ja, das probieren wir gleich mal aus. Aufsteigen. Hagen tritt in den Steigbügel. Hubert schiebt ihn in den Sattel. Mütze auf. Und reicht ihm die Kappe. So. Aber Sie halten mich, ja? Jung hält den Führstrick. Hören Sie, was ich vorhin gesagt habe, das war vielleicht ein bisschen hart. Ich wollte nur mein Beileid ausdrücken. Hubert schlägt auf das Pferd, es galoppiert los. Krampfhaft hält sich Hagen im Sattel. Er rutscht auf den Pferdehals und stürzt herunter. Ein bisschen mehr Praxis bräuchte halt. Also vom Pferden versteht er eher weniger. Die drei sehen zu ihm. Bäuchlings krümmt sich Hagen im Sand. In Schillers Dachzimmer. Frau Hagen wurde nicht vom Pferd zertrampelt. Die ist erschlagen worden. Schiller schiebt ein Bonbon im Mund herum. Erschlagen? Ja, und wir suchen jetzt den Mörder, genau wie im Krimi. Und an dieser Stelle, da taucht dann immer die Frage auf, ob das Opfer Feinde gehabt hat. Die Claudia hatte keine Feinde, die war sehr beliebt. Dann wird der Visitenkarten gezogen und gesagt, falls Ihnen noch was einfällt, rufen Sie mich an. Er gibt ihr eine. Und meistens fällt denen dann was ein. Mir fällt tatsächlich was ein. Singen Sie es? Jemand, der die Claudia überhaupt nicht mochte. Wer? Der Hermann Meixner. Der Meixner hat der Claudia den Poldi vor 2 Jahren sehr günstig verkauft. Und sie hat es diesem Hengst ein preisgekröntes Dressurpferd gemacht. Und er wollte nachverhandeln. Werden das ausgeschaut, das Nachverhandeln? Ja, er hat oft angerufen und er wollte Geld. Und da ist die Frau Hagen nicht drauf eingegangen, nehme ich an. Er war wütend, weil er bei dem Geschäft schlecht weggekommen ist. Wo wohnt denn der Meixner? Sie fahren die Straße runter, der letzte Hof rechts. Der Streifenwagen hält neben einem Gatter, daran ein Schild zu verkaufen. Am Ende des Gatters ein Gebäude mit offenem Tor. Ein dicker Mann, gefolgt von einem schlankeren, kommt heraus. Du störst mich, du Depper, da deine scheiß Innenreise von meinem Opfer! Du ziehst fix! Es beruhigt dich wieder. Bald hast du dich los und dann hast du deine Ruhe. Nächstes Mal schlag ich dir dein Tier ein, wenn du das aufmachst. Der Dicke. Dort in Kinnertz gleich festnehmen wegen morgendlicher Ruhestörung. Dem sei scheiß Guckel schreit die ganze Nachbarschaft zusammen. Er marschiert davon. Ja, den dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Der regt sich schon auf, seitdem ich den Guckel hab. Ja, da haben Sie ein richtig nettes, nachbarschaftliches Verhältnis, ne? Ja, mei. Kann sich seine Nachbarn ihm nicht aussuchen, gell? Nicht einmal seine Geschäftspartner, gell? Und das ärgert sich doch heute noch, dass Sie der Claudia Hagen den Poldi so billig verkauft haben. Meixner stutzt. Heute würde ich das dutzendfach für das Pferdl kriegen. Die Claudia Hagen, die hat ja einen Pokal nach dem anderen eingeheimst. Und dann den Poldi ganz plötzlich als Zuchthengst genutzt, gell? Was? Ja, das ist doch klar, das ist wie bei den Promis. Ja, weil jetzt jeder von dem Poldi erfohlen will. Haben Sie die Claudia Hagen mal bedroht? Was, ne?
waren ganz vernünftige Gespräche unter Erwachsenen. Ja, die haben sich jetzt erledigt. Pferd weg, Besitzerin tot, ne? Meixner sieht hoch. Die Hagen, die ist tot. Den Poldi, haben Sie den vielleicht hier irgendwo gesehen? Wieso? Bist du abgehauen? Ja, viele Pferde haben sie nicht mehr, oder? Nein, mir geht's finanziell nicht so gut. Da musste ich halt die meisten verkaufen. Und die paar, die ich noch hab, die kriegen bei mir ein Gnadenbrot. Gut, dann schauen wir uns einmal um. Ja, ja, bitte. Sie kommen in den Stall. Gnadenhof ist eigentlich eine gute Sache. Er zeigt auf ein Schild. So, schau, Hubschi. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. In dem Fall eher unterm Rücken. Ja, Herr Meixner, wo waren Sie eigentlich gestern oder früh, so zwischen 6 und 7? Zu Hause. Hab mich von meinem Nachbarn beschimpfen lassen. Aha, das kann der Nachbar ja sicher bestätigen. Ja, freilich, ja. Gut. Hansi, kommst du? Der hat einen Rappen gestreichelt und mit einer Karotte gefüttert. Unbekümmert steckt er sich den Rest in den Mund. Meixner sieht ihm perplex nach. Draußen schwingt der dicke Nachbar einen Reisigbesen. Die Polizisten kommen zu ihm. Entschuldigung, Frage. Gestern in der Früh, so zwischen 6 und 7, haben Sie da auch mit dem Nachbarn gestritten? Ich war schon wieder um 6 wach wegen dem Scheißgockel. Da hab ich ihn aus dem Bett klingelt. So feig war er, dass er die Tür aufmacht. Aber ich hab ihn gesehen. Durchs Fenster. Hinterm Vorhang hat er sich versteckt. Wie viel Uhr war das genau? Um 6:10, weil um 6 hat mich der Scheißgockel geweckt. Ja, und später haben Sie ihn da noch mal gesehen? Ja, um 6:30, da hat er im Stall gearbeitet und hat so getan, als wäre nichts gewesen. Sind Sie wegen dem Gockel da, oder? Ja, Geflügel ist eher weniger unser Ressort. Leider. Der Streifenwagen fährt eine Straße hinunter. In der Ferne liegen die Alpen im Dunst. Staller betrachtet seine dunkle Handinnenfläche. Sag mal, fährt jetzt das Lenkrad schon ab, oder was? Ja, wenn man viel schwitzt. Der Meixner, der hat ein Motiv. Ja, der hat aber ein Alibi. Ja, und der. Jetzt warte mal. Im Dienstzimmer packt Hubert einen Döner aus. Staller malt auf ein Flipchart. Auf dem vollen Blatt Pfeile zwischen Häusern. Bewältigst du da gerade ein Kindheitstrauma? 6:10 Uhr, Hupsi. Ja, da hat der Nachbar den Meixner gesehen und dann wieder um 6:30 Uhr. Ja, schön, dass du das aufgemalt hast. Ja, 20 Minuten. Die Frage ist doch, schafft man das? In 20 Minuten vom Meixnerhof zum Hagengestüt, die Hagen umbringen und mit dem Pferd wieder zurück. Also mir wär's schon mühsam. Was zum Teufel machen Sie da? Ah, gut, dass Sie da sind, Herr Goebbels. Sie sind doch auch gerade ein bisschen fitter, also allein schon jetzt durch das Fasten. Wovon reden Sie, Staller? 2 Kilometer in 20 Minuten. Also Hinweg ohne Pferd. Würden Sie das schaffen? Wie? Wenn er ein guter Reiter ist, kann er sich zu Fuß Zeit lassen. Aber das klären wir vielleicht am besten vor Ort. Ne? Er schnappt sich seine Jacke und hastet an Girwitz vorbei. Übrigens, die Esserei auf dem Revier, das hört mir auf. Dafür gibt's Pausen. Ab sofort, Herrschaft im Revier, absolutes Essverbot. Auch Staller ist hinausgeeilt. In Polizeiuniform kommt Riedl eine Wiese hochgejoggt, in der Hand ein Funkgerät. Er bleibt stehen und schaut auf eine Stoppuhr. 8:30 Uhr. Riedl, denk dran, du musst unbedingt das Tempo halten. Ja, logisch. Er läuft weiter. Und wenn du am Hof ankommst, dann läufst du direkt in den Stall, schaust auf die Uhr und bleibst dort exakt 5 Minuten. Das mit dem Stall muss das sein. Vor Meixners Hof. Genau, das ist doch das Wichtigste. Warum? Hinter ihm nähert sich ein Traktor. Da, wie geht's eigentlich noch? Laufen jetzt schon Polizisten über meine Wiesen. Pauli. Gerade ihr müsst jetzt so mit gutem Beispiel vorangehen. Grüezi, Fünferl. Entschuldigung. Er joggt wieder los. Auf dem Gestüt Sonja ins Funkgerät. Hört ihr mich? Im Streifenwagen. Ja, geht's los? Also die Kati wird jetzt mit ihren Schülern über die Wiese vom Bauer Pauli bis kurz hinter Meixners Hof reiten. Ich hab ihr gesagt, dass das für ihn ausnahmsweise heute mal okay ist. Ihr seid ja soweit, ne? Hubert nimmt eine Stoppuhr. Und los! Und drückt auf Start. Kati Jung reitet mit 2 Schülerinnen an Sonja vorbei. Hast du gewusst, dass das Hirn von so einem Pferd nur so groß ist wie ein Walnuss? Das ist so ein Schwachsinn. Das muss ich doch die ganzen Kommandos merken. Das sind ja hochkomplexe Vorgänge. Start, Stopp, vor, zurück, das kann jede Fernbedienung. Im Revier. Girwitz ins Telefon. Ja, Herr Pauli. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ja, ich kümmere mich sofort drum, ja. Wieder. Im Vorraum legt Girwitz auf. Neben dem Apparat liegen helle Kekse in einer Plastikschale. Girwitz starrt auf die Schale, greift danach, rückt sie gerade und geht. Wie gelähmt steht Riedl vor dem Stall. Ein Mann führt ein Pferd heraus
Riedel rennt los und prallt gegen Sonja. Was ist denn los mit dir? Nix. Ich bin jetzt da. Ja, das sehe ich. Was sagt denn jetzt die Uhr? Ja, die stoppe ich jetzt gleich einmal. Das muss ich alles hier draußen machen, weil im Stall, der war so überfüllt. Ich mache das mit dem Mord jetzt alles hier draußen. Genau. Im Dienstzimmer. Also das Laufen vom Meixnerhof zum Hagengestüt knapp 15 Minuten. Dann fürs Ermorden 5 Minuten und zurückreiten in 7 Minuten. Das macht zusammen 27 Minuten. Selbst wenn der Mörder schneller war, das ist in 20 Minuten nicht zu schaffen. Er nimmt Staller einen Stift weg. Und was ist mit der Tickler Schiller? Ja, wenn die auch reitet. Ach so. Motiv Erbin von der toten Erbin. Naja, aber da ist wahrscheinlich nichts mehr über bei dem Lebensstil. Nein, die Hagen hat ja alles in die Pferde investiert, also Wertsteigerung. Können Sie mir sagen, warum über Paulis Wiese erst ein Polizist gejoggt ist und dann, was weiß ich, wie viele Reiterinnen geritten sind? Ja, im Zuge der Ermittlungen war ja das unabdingbar. Und haben Sie was gebracht, Ihre Ermittlungen? Ja, einen Verdächtigen, den können wir jetzt ausschließen. Ausschließen? Glückwunsch. Danke. Wenn noch einer über diese beschissene Wiese läuft, egal ob auf zwei oder vier Beinen, dreh ich durch! Die Kollegen sind weg. Der Streifenwagen hält auf dem Gestüt. Die Polizisten steigen aus und schlendern auf Jung und Schiller zu, die sich vor einem Sandplatz umarmen. So eine Schnapsidee, du. Freiwillig nichts essen. Wieso? Ich mach schon lange meine Erdbeerdiät. Was? Ja, alles essen außer Erdbeeren. Staller trägt einen Beutel. Schau hin, über 20 reitet noch. Okay, so ein Schmarrn. Jung hält zwei Pferde. Sie können sich wohl auch nicht von den Pferden trennen, oder? Nein. Ich wollte Sie sogar fragen, ob Sie mir vielleicht ein paar Reitstunden geben können. Im Beutel eine Kappe. Klar, gerne. Ich glaube, Sie sind talentiert. Wir haben einmal die Woche Anfängerunterricht. Da kann ich Sie einbuchen, wenn Sie möchten. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ein kleiner Probelauf. Also einfach mal so zum Antesten. Er setzt die Kappe auf. Haben Sie denn zumindest Grundkenntnisse? Ja. Und steigt auf eins der Pferde. Ich bin ein sehr guter Beobachter. Hey, wollen wir gleich ausreiten? Warten Sie! Wie macht man das? Genervt schwingt sich Jung aufs zweite Pferd und reitet Staller nach. Zu Schiller. Reiten Sie auch? Nicht besonders gut. Sie packt ein Bonbon aus. Ich hab's mal versucht, Claudia zuliebe. Mhm. Und wie fühlt man sich so als Hofalleinerbin? Wieso wissen Sie das? Ja. Oh, Sie glauben, ich hätte meine Lebensgefährtin ermordet wegen dem Erbe. Naja, das kennst du doch aus Ihren Büchern, wenn es ums Geld geht. Ich brauche kein Geld, ich verdiene genug. Na, da können Sie ja dem armen Teufel, dem Hagen, ein bisschen was vom Erbe abgeben. Der hat mir immer sehr leid getan. Und ich habe zu Claudia gesagt, sie sollen finanziell unterstützen. Haben Sie nicht gesagt, Sie kennen den gar nicht? Aus Erzählungen, ja. Mühsam hält sich Staller auf dem galoppierenden Pferd. Oh. Er stürzt auf einen Grasstreifen neben dem Weg. Jung reitet zu ihm. Staller kniet im Gras. Haben Sie sich verletzt? Ich bin, glaube ich, auf die blöde Stange geknallt. Vielleicht nehmen Sie sich vorher beim nächsten Mal auch ein paar Reitstunden. Sie sind aber schon eine richtige Reiterin, oder? Gibt's da auch eine unrichtige? Staller steht auf. Ja, oder haben Sie auch eine Freundin? Einige. Tekla Schiller zum Beispiel. Ich mag sie, auch wenn sie manchmal ein bisschen ruppig sein kann. Finden Sie die nicht attraktiv? Attraktiv? Ach, so eine Freundin meinen Sie? Ich stehe auf Männer. Ja, und da sind Sie sich ganz sicher, oder? Ganz sicher. Warten Sie, ich möchte nur sehen, ob Sie sich verletzt haben. Sie fasst ihm ans Kinn. Nein, Glück gehabt. Also, weg mit dem Übeltäter. Halt, die Stange kenne ich doch. Mit der sperren wir immer die Stalltür zu. Jung nimmt sie. Und das sieht aus wie Blut. Ja, ausgeschlossen, ich habe mich gar nicht verletzt. Außerdem ist das schon komplett trocken. Er nimmt ihr die einen halben Meter lange, dünne Stange wieder ab. In der Pathologie liest Anja Zeitung. Hallo. Viel zu tun, oder? Eben nicht. Heute meinst du das Schicksal gut mit mir und ich habe mal gar nichts zu tun. Ja, das wird sich gleich ändern, weil wir haben nämlich die Mordwaffe dabei. Anja legt die Zeitung weg. Schaut gut aus. Wo habt ihr die aufgetrieben? Ja, da bin ich quasi mit der Nase draufgestoßen worden. Ein Croissant. Vorsicht, die machen fett. Okay, seit wann muss denn die Anja auf die Figur achten? Danke, Hansi. Und wie gefällt's euch eigentlich so auf dem Reiterhof? Genial.
Gerade diese feinnervige Interaktion zwischen Pferd und Mensch. Hubert starrt ihn an. Gell, ich bin ja früher auch mal geritten, ist aber schon lange her, noch vor meiner Ehe mit dem Hupsi. Ja, Hansi, wir müssen. Komm. Ja, Moment, Anja, wo du mit dem Reiten jetzt aufgehört hast, wie alt warst du da? Ach, das ist schon so lange her, das weißt du nicht mehr. Nervös zieht er Staller mit sich. Vor der Bäckerei Rattlinger sitzen die Polizisten im Schatten. Sabrina serviert Kuchen. Also das Reiten macht mir ja schon Spaß. Ich mach das ja sonst nur am Wochenende. Ja, wenn keiner wartet und man quasi Samstag, Sonntag frei hat. Musst du mir das jetzt unter die Nase reiben? Ja, mir geht's ja nicht anders. Also der nächste Mann muss reiten können. Da können wir nämlich gemeinsam das Wochenende im Reitstall verbringen. Grauenhafte Vorstellung. Es gibt auch Männer, die gern reiten. Da fällt mir ein, wer war denn das vorgestern, den ihr da auf das Pferd gesetzt habt? Ja, der Bruder von der Ermordeten. Wieso? Gefällt dir der? Um Gottes Willen, nein. Nein, ich mein bloß, der hat letzte Woche mit der Claudia am Stall gestritten, und zwar ziemlich laut. Ging's da vielleicht um eine Erbschaft? Möglich wär's. Irgendwie wollte er Geld von ihr. Sie geht. Aber der war's nicht, weil er nicht reiten kann. Die Schiller kann reiten. Und ich glaube, die kennt den Hagen besser, als sie zugibt. Der Streifenwagen stoppt vor der Holzhütte. Hagen trägt einen Karton mit leeren Flaschen die Eingangstreppe herunter. Sie schon wieder? Ja, Frühjahrsputz. Hagen stellt den Karton an eine Seitenwand. Die Polizisten folgen ihm ins Haus. Drinnen greift Hagen nach einem Wischer. Ja, Herr Hagen, kennen Sie eigentlich eine Thekla Schiller? Die Lebensgefährtin von meiner Schwester. Nicht persönlich. Und da sind Sie noch ganz sicher. Als ich Sie neulich treffen wollte, haben Sie mich auf ein Pferd gesetzt und davongejagt. Hm, damit haben wir Ihnen einen großen Gefallen getan, aber ist wurscht. Also kein Kontakt zu Frau Schiller. Nein. Gut. Er wendet sich zum Gehen. Ja, das nützt mir gar nichts, wenn Sie da einfach ein bisschen Wasser im Raum verteilen. Hansi. Ja, da muss man doch vorher aufräumen, da das Zeug weg, dass man überall drunter kommt. Ja. Vor dem Bett bückt er sich und schiebt einen Pizzakarton heraus. Daneben liegt ein grünes Bonbonpapier. Er hält inne, greift danach und steht auf. Hagen steht abgewandt. Hoppala! Tja, Herr Hagen. Der dreht sich um. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen intensiver unterhalten. Auf dem Gestüt steht Riedel hinter Sonja. Vor ihnen bürstet Jung ein Pferd. Hat sich denn die Thekla Schiller hier ab und zu mal auf den Hof blicken lassen? Selten. Thekla hat es ja nicht so mit den Pferden. Und das hat die Claudia nicht gestört? Doch, die waren auch viel zu unterschiedlich. Deshalb hat es mich auch gar nicht gewundert, dass die Claudia mir neulich erzählt hat, dass sie sich von der Thekla trennen will. Ach so? Das wusste ich gar nicht. Die Thekla ist richtig eifersüchtig. Richtig eifersüchtig auf den Poldi. Auf ein Pferd. Zeig ihm mal was. Jung nimmt Sonja den Führstrick ab und drückt ihn Riedel in die Hand. Aufmunternd schlägt ihm Sonja auf die Schulter und folgt Jung. Riedel steht steif neben dem Fuchs, der zu grasen beginnt. In der breiten Stallgasse bringt Jung Sonja zu einem gerahmten Foto an der Wand. Hier, das Bild sagt doch schon alles, oder? Darauf lächelt Claudia Hagen neben einem braunen Pferdekopf in die Kamera. Das tut es allerdings. Hinter ihr etwas unscharf steht Schiller mit verschränkten Armen. Sonja zückt ihr Handy. Vor der Holzhütte. Muss ich wieder reiten? Gegenfrage, haben Sie Husten? Nein. Ja, die Frau Schiller, die hat Husten. Ja, und? Das ist doch nicht mein Problem. Ja. Wenn bei Ihnen das Papier von der Frau Schiller rumliegt, schon. Ja? Hagen steigt. Sonja! Hinten in den Streifenwagen. Ja, super, das passt wunderbar zusammen. Danke. Okay, ciao. Die Frauen spurten aus der Stallgasse. Scheiße! Jung rennt an Riedel vorbei. Wo ist das Pferd? Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Ich habe eine Pferdephobie. Was hast du? Ja, ich hab keine Angst vor Mäusen, ich hab keine Angst vor Spinnen, ich hab nur Angst vor diesen Dreckspferden. Riedels Mütze sitzt schief. Sonja legt ihm die Hand auf die Schulter. Tut mir leid. Im Verhörraum sitzen die Polizisten vor Hagen und Schiller. Stellt sich die Frage, was Sie in der Hütte vom Herrn Hagen zu suchen hatten. Tja, ich wollte einfach mal den Bruder meiner Freundin kennenlernen. Na, den Hengst wollten Sie loswerden. Was? Ja, den Poldi. Ja, weil der Ihnen Ihre Frauenfreundschaft gestört hat. So, ja, logisch. Der Hagen hat Geld gebracht. Sie wollte das Pferd stehlen, die Freundin hat sie dabei erwischt. Ja, und da hat sie eins über den Schädel gehabt im Affekt, hat sich aufs Pferd gesetzt, ist zu Herrn Hagen geritten, damit der auch was hat von seinem Erbe und Ruhe gibt. Das ist doch totaler Blödsinn. Blödsinn?
Wieso? Schiller trinkt Wasser. Ich bin zu ihm gegangen, weil ich ihn unterstützen wollte, dass er weiter um sein Erbe kämpft. So ganz uneigennützig. Naja, so ganz uneigennützig war das nicht. Ich hab gedacht, dass die Claudia vernünftig wird. Wenn sie Geld braucht, dann verkauft sie den Poldi und dann hat sie mehr Zeit für mich. Sie war nur einmal bei mir. Da haben wir abgemacht, dass ich selber zur Claudia fahre. Dann bin ich hin und hab sie auf das Erbe angesprochen. So hat mir nichts genutzt. Ja, aber deswegen habe ich sie doch nicht umgebracht. Dieser Pauli hat schon wieder angerufen. Da steht ein braunes Pferd auf seiner Wiese. Hm? Der Poldi. Er steht auf. Ihr zwei bleibt dabei da. Wir kommen wieder. Energisch nimmt er den beiden die Wassergläser weg und folgt seinem Kollegen. In der Pathologie schaut Anja konzentriert durch ein Mikroskop. Oh, wie schaut's aus, Frau Doktor? Ergebnisse? Ja, die Blutspuren auf der Eisenstange stammen eindeutig vom Opfer. Und ja, ich habe Fingerabdrücke auf der Stange gefunden. Allerdings nicht nur von einer Person. Super, dann schaust du mal, ob die mit denen übereinstimmen. Er stellt die Wassergläser hin. Du mich auch. Auf Paulis Wiese grast ein braunes Pferd. Sonja, Jung und Hubert kreisen es ein. Braves Pferdchen, na komm. Ui. Komm her, komm her, komm, komm. Es läuft weg. Bleib stehen. Das ist doch ein Schmarrn, so wird das nichts. Wenn sie so laut sind, verschrecken sie es noch mehr. Wo ist denn der Riedl? Der hat eine Pferdephobie. Was hat der? Ja, hab ich auch noch nicht gehört. So, jetzt machen wir mal dem Elend ein Ende. Staller schwingt ein Lasso über seinem Kopf. Lass uns das lieber. Meixner. Ich mach das schon. Sag mal, was hat denn jetzt er sich so wichtig? Der hat Angst vor deinem Lasso. Langsam nähert sich Meixner dem Pferd und greift nach dessen Führstrick. Ja, so geht's natürlich auch. Meixner führt das Pferd zu ihnen. Pferden gehen sie aber netter um als mit Menschen. Sie nimmt den Strick. Wieso? Kennen wir uns oder was? Ich stand daneben, als sie Claudia beschimpft haben, weil sie in ihren Augen angeblich zu wenig für den Poldi bezahlt hat. Ach so, das waren die vernünftigen Gespräche unter Erwachsenen, oder? Meixner schaut kurz weg. Ja, vielleicht bin ich mir erlaubt worden, das ist schon möglich, aber die Sache, die ist für mich jetzt gelaufen. Ich werde demnächst meinen Hof verkaufen und dann umziehen. Also, Thema Pferde ist für mich abgehakt. Ja. Hauptsache, der Poldi ist wieder da. Wieso Poldi? Das ist doch der Rocco. Ja, mein, spinnst du? Ich hab überhaupt nichts gesagt. Das war der Kirwitz. Also, dem schauen doch die Viecher alle gleich aus. Im Verhörraum. Also, das ist alles, was Ihnen dazu einfällt. Hm? Na gut. Dann fangen wir noch von vorne an. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich hab Hunger. Gibt's hier irgendwas zu essen? Nein, es gibt hier nichts zu essen. Ich hab auch Hunger, vermutlich schon länger als Sie. Nicht? Und ich reiß mich auch zusammen. Daran sollten Sie mal ein Beispiel nehmen. Herr Kiewitz, die Licht hat angerufen. Die Fingerabdrücke stimmen nicht mit denen von der Mordwaffe überein. Staller steht in der offenen Tür. Sie können gehen. Vorerst. Hagen und Schiller verlassen den Raum. Girwitz stellt sich vor die Polizisten. Machen Sie das extra? Hä? Erwecken erst den Eindruck, dass die beiden quasi überführt sind und lassen mich dann den Buhmann machen? Hä? Irgendwer hat meine ganzen Kekse zusammenfressen. Er hält die leere Schale. Riedl, wegen so einer Lappalie platzen Sie hier rein? Sind zum Arbeiten hier, nicht zum Essen. Also. Er geht. Hubert und Staller schauen zu Boden. Ihr sagt's aber nichts am Chef, also wegen der Pferdephobie. Okay, Riedl, wir haben jetzt wirklich andere Sorgen. Wir haben keinen Verdächtigen mehr, das haut nicht hin mit den Abdrücken. Ja, und bei Meixner passt da mit der Zeit nichts zusammen. Apropos Zeit, also wie ich vorhin zum Hof gelaufen bin, da bin ich gar nicht in den Stall reingekommen. Was? Ja, irgendwie habe ich einen kompletten Blackout gehabt. Also stimmt das mit der Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr hundertprozentig. Seine Kollegen eilen hinaus. Unglücklich bleibt Riedl zurück. Der Streifenwagen hält auf dem Meixner Hof in der Nähe des offenen Stalltores. Meixner! Der wuselt doch sonst da immer da rum. Hubert schiebt in einem offenen Fenster die Gardine zur Seite. Hansi, da ist er, der Herr Meixner. Was? Ja, der Nachbar hat ihn mit dem Kleiderständer verwechselt. Ja, dann ist ja das vollkommen wurscht, was der Riedl gemessen hat. Der Meixner hat kein Alibi. Ganz genau. Der Nachbar? Tut er wieder so, als wenn er nichts hören wird, oder? Nein, tut er nicht, weil er gar nicht da ist. Da, schauen Sie, hinterm Vorhang hat er sich wieder versteckt. Gehen Sie vielleicht einmal zum Augenarzt. Das ist ein Kleiderständer. Das ist mir jetzt eh wurscht. Der hat nämlich sein Haus verkauft und zieht nächste Woche in Toskana. Was macht denn da? Ja, da wohnt seine Schwester, die hat auch so ein Pferdegestüt. Woher wissen Sie das? Das habe ich zufällig gehört, wie er das seinem Makler erzählt hat. Und die Ohren haben es aber nichts. Die funktionieren 1A, das kann ich Ihnen sagen. Er geht. Ins Ausland. Nachdenklich schlendern die Polizisten zum Tor. Im Stall. Aus einem Korb nimmt Staller eine Karotte, hält sie dem Rappen hin und streichelt ihn.
Aus der Nachbarbox ragt ein weiterer Pferdekopf. Was machen wir jetzt? Jetzt bringen wir der Frau Doktor ein paar Fingerabdrücke. Er schultert eine Mistgabel und marschiert zum Tor. Auf zwei Füchsen kommen Reiter eine schmale Straße entlang. Der hintere trägt einen Sturzhelm mit US-Flagge. Der Streifenwagen hält bei ihnen. Was macht denn der Riedl da mit der Katte? Na, reiten. Jung und Riedl stoppen die Pferde neben der Straße auf einer Wiese. Ein Kleinwagen nähert sich. Riedl, was soll denn das werden? Er hat doch eine Pferdephobie. Ah ja, das sieht man. Er ist als Kind mal vom Pferd gefallen. Es war ein schlimmes Erlebnis für ihn. Was sagt denn der Gierwitz dazu? Dem habe ich gesagt, dass ich auf eine Fortbildung bin, auf eigene Kosten. Ja, super, dann machen wir jetzt eine Reiterstaffel auf. Riedels Pferd trippelt. Panisch lässt er sich vom Sattel rutschen, reißt seinen Sturzhelm vom Kopf, drückt ihn Staller in die Hand und springt hinters Steuer des Streifenwagens. Die Polizisten glotzen den Autos nach. Das ist eher der Anfang von der Therapie, oder? Übersprungshandlung. Ja, aber deswegen braucht er nicht gleich in unser Auto überspringen. Bist du schwarz, Hansi? Im Gesicht. Ja, jetzt bist du ganz schwarz. Staller schaut auf seine Hand. Wieso? Ich hab da heute noch gar nichts angelangt. Gott, wir sind solche Deppen. Wieso? Wir müssen zum Meixner. Darf ich mal aufsitzen, Hans? Der wirft seine Uniformmütze an den Straßenrand und setzt sich den Sturzhelm auf. Hubert steigt auf Jungs Pferd. Und auf geht's. Staller auf Riedels. Jung löst den Führstrick. Die Polizisten traben über die Wiese davon. Schulterzuckend zieht Jung ihnen nach. Auf Meixners Hof binden die Polizisten die Pferde ans Gatter. Sag mal, Hupsi, wieso kannst du so gut reiten? Ach, das ist doch nix. Ja, du, ich fang gerade erst an, aber ich kann das schon beurteilen. Im Stall gibt Hubert dem Rappen einen Apfel. Du glaubst wirklich, der hat den Poldi einfach rübergepinselt? Falle, umgespitzt halt, ne? Staller spuckt in seine Hand und streichelt das Nachbarpferd. Also bei dem färbt nichts ab. Probier's mal bei dem da. Wieder spuckt Staller in seine Hand und streichelt jetzt den Rappen. Meixner nähert sich dem offenen Stalltor. Langsam dreht Staller seine Handinnenfläche zu Hubert. Sie ist schwarz. Ja, was da alles zum Vorschein kommt, ja, wenn erst einmal der Lack ab ist. Meixner flüchtet. Die Polizisten rennen zum Tor. Draußen sitzt Meixner auf einem braunen Pferd mit weißer Mähne und treibt es an. Also, Hupsi, auf die Pferde! Schauen wir mal die Pferde. Gemächlich joggt Hubert am Gatter entlang. Staller folgt ihm. Sie erreichen die Straße. Dort zerrt Meixner am Zügel und treibt das Pferd mit den Waden an. Es bleibt stehen. Hubert nimmt die Zügel. Hulli, der ist ganz allein zu mir zurückgekehrt. Ehrlich wahr, wirklich? Ja, leider haben wir die Eisenstange gefunden. Voller Fingerabdrücke. Und die vergleichen wir jetzt mit denen von ihrer Mistgabel. Ausgerechnet, da wo Sie den Poldi klauen wollen, da kommt die Hagen dazu. Das ist natürlich blöd. Der Manni wird's nix mit der Toskana. Schwer atmen schaut Meixner auf die beiden herunter. Gierwitz sitzt in seinem Büro, in der Hand einen Hamburger, vor ihm Pommes und ein Stück Kuchen. Hubert und Staller treten ein. Ah, Glückwunsch! Die Fingerabdrücke auf der Mistgabel sind die gleichen wie auf der Tatwaffe. Und ich habe schon gedacht, diese Pferdenummer nimmt nie ein Ende. Ihre Fastenkur offenbar schon. Ja, die habe ich abgekürzt, nachdem ich festgestellt habe, dass ich unzweifelhaft über genügend Selbstbeherrschung verfüge. Dann darf man ja wieder was essen auf dem Revier. Ja, ja. Riedel kommt. Wisst ihr, wer mir die Kekse auf den Platz gelegt hat? Ein dicker Osterhase vielleicht? Er und Staller verdrücken sich schnell. Sehr schön. Wollen Sie einen? Nein, nein. Obwohl, einer. Er nimmt sich einen hellen Keks und greift nochmal zu. Ja, ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut.